Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Sibels und ich nehme euch wieder mit auf eine Runde Scum. Wir sind hier im C4-Bunker und sind gerade dabei, den Bunker zu verlassen. Und dann schauen wir mal, was uns draußen erwartet. Ich befürchte nichts Gutes. Das hört sich zumindest so an. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt mal durch und mal schauen, was wir da so alles bewerkstelligen können. Würde ich sagen, rein. Tunnel. Und da wir ja Nacht haben, schalten wir auf Nachtmodus. Lol. Da brauchen wir jetzt natürlich unsere neue Waffe. Ja, wo ist der Typ denn? Warte doch mal stehen. Wo kann man doch nicht zielen? Echt? Darf ich auch mal Scharfschützen skillen? Herr Zombie? Ja, nett, ne? Sehr schön. So muss das. Jetzt haben wir natürlich keine Munition mehr drin. Also gleich auffüllen. Soll nicht vergessen. Ein Schwert wieder. Hat das etwa? Oh, eine 30er Seife. Schmeißen wir doch die 11er weg. Nehmen die 30. Und ein Schloss. Und kein Platz mehr, oder wie? Doch. Schauen wir mal. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13. Weich fehlen. Thank you.
aber miserablen Zustand. Miserabel. Legst mich, legst dich nieder. Halleluja. Reicht der nächste. M1. So, haben die alle mit dem M1 geschossen oder was? Wo gehen wir jetzt hin? Halt dann eine Nachtfolge, aber auch das muss mal sein. Schließlich gehört die Nacht ja irgendwie so ein bisschen dazu. Mit Nachtsichtgerät geht's ja. Was sagen wir, gehen nach Süden und schauen mal in die Safe Zone rein. Aus und weg, die spawnen alle wieder.
Elfen sind natürlich auch da. Es ist ja nicht ungefährlich, hier durch die Wälder zu streifen. Oder Horde Zombies am Arsch haben ist natürlich auch nicht nett. Jetzt zwischen Pest und Cholera geschaut und wir haben uns für die Cholera entschieden. Mal auf die Weide. Natürlich mit Sniper ist die Düssele gefährlicher, aber die Dunkelheit schützt uns auch. Sniper hat nämlich ein Problem mit der Tiefenwahrnehmung. Ab einer gewissen Distanz, folgedessen, soweit wir schauen können, können die anderen mit der Nachtsicht dann auch schauen. Das sind vielleicht maximal 200 Meter. Also oberkrasse Distanzschüsse in der Nacht wird wohl weniger geben. Schön. Natürlich beim Fluss über die Brücke, dem ganzen Rappel, was wir da haben. Selber an. Also von einem Wolf wegrennen, ganz schlechte Idee. Falls ihr nochmal euch dringlichst empfohlen, davon abzuraten. Weil der Wolf ist viel zu schnell. Verbluten wir noch. Ungünstig aber. Nein. Wenn natürlich jetzt ein Wolf angreift, bin ich weg vom Fenster. Auf 62% Lebensenergie, das heißt 3-4 Hubs. Und dann bin ich weg. 1 bis 13-14%. Die Viecher können sehr schnell zugreifen. Nach Westen. Haben wir noch eine Orientierung? Brauchen wir die Nächte zum Duschen. Man könnte zwar unter Umständen sich eine Fackel bauen, wenn man die notwendigen Materialien hat, aber eine Fackel ist natürlich sehr weit sichtbar.
Und wir wollen nicht wirklich gesehen werden. Zum Überqueren von Flüssen empfiehlt sich immer, die weiße Rüstung zu nehmen. Weil da natürlich am wenigsten mit Gefahr zu rechnen ist. Das sind quasi dann die hier. Ja, und das sind dann gelbe Brücken. Das sind die Breiten von den Hauptstraßen. Die sind stark fragmentiert. Also da ist sehr viel Bewegung drauf. Deswegen immer die weißen nehmen, wenn es geht. Soweit. Aber ihr seht, PvP sagt das in halb so schlimm. Im Endeffekt auch nicht arg viel anders wie andere Surfer. Aber man hat halt noch eine zusätzliche Gefahr. Das sind dann eben die Spieler, die anderen, wo einen auch abschießen können. Das ist natürlich dann schon nochmal ein extra Nervenkitzel, muss man schon sagen. Vor allem, wenn dann die PvP-Spieler immer dann auf die PvE-Spieler schimpfen und sagen, ja, da ist nur der Safe Zone oder sonst wo. Dabei bewegt das sich um die ganze Map. Und keiner merkt was davon. Weil man eben nicht ersichtlich ist. Man ist quasi mehr oder weniger unterm Radar. Ne? Aber wie gesagt, bei Scum, Nachtsichtgerät, ganz, ganz wichtig. Ihr seht es selber. Ja. So sieht es aus mit. So sieht es aus ohne. Ja. Ich weiß jetzt, wie es dann im Video ist, ob es dann nochmal etwas dunkler ist, aber es ist nicht ohne. Mit. Ohne. Mit. Und ihr seht den Teil vor euch. Ja, wenn ich ausmache, ist komplett schwarz. Ihr würdet dann Zombie nur sehr schwer erkennen. Und deswegen braucht ihr Nachtsicht.
Ritterzombies hier. Bleibt einem auch nichts erspart. Gar nichts. Keine Atempause, nichts. Ob ein Event da ist. Nö. Leider nicht. Naja, gut, dann geht's halt weiter. Also so Badezimmer sind auch immer gut zum Auslocken. Halt nur, wenn die Tür da drin ist. Schreit hier immer nur rum. Ah, Kirschen. Oh, Zombie-Mine. Also, so was geht doch hier echt gar nicht. Wie? Erst hier Mucken machen und dann mit einem Schlag weg. Ja, was brauchen wir? Das legen wir weg. Das weg. Was dran? Sind zwar bloß 4 Slots. Egal.
mal, hier wird das schön Platz. Wer weiß, was wir ja noch finden. Angriffsmodus raus. Hammer, Ate. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 fehlen noch. Ey, das aus. Da ist schon wieder ein Keller. An Zucker. Ah, nicht so viel, aber es geht. Die Menge macht's. Oh, genau. Aber dafür ist er jetzt gleich wieder rein. Seht ihr, jetzt geht es schon wieder ein bisschen runter, weil er verdaut. Gulasch und Waldkirsch oder nur drin behalten. Ja. Zucker geht hoch. Er ist 51 Kilo. Das heißt, wir tun unser Durchhaltevermögen noch ein bisschen trainieren. Laufsport, seht ihr jetzt schon, sind wir natürlich jetzt schon hier auf 54.000. Diebstahl, ja. Haben wir also schon Könner-Status. Das ist aber 77.000 von einer Million, aber geht auch. Hier Gewehre, haben wir schon 41% von der ersten Stufe. Feuerwaffe, Publik. Scharfschütze, wie ihr wisst, also mit dem ACOG haben wir jetzt 3 Zombies erledigt. Und mit dem Sniper, also mit der Jagd, mit dem Jagdgewehr, mit der Hunter haben wir einen Gaul erlegt. Da waren 2 Schuss von der Hunter. Und dann halt von der MK, von der MP5K 3 Zombies erledigt. Und der Clou ist, dass jeder Treffer Punkte gibt. Ja, wenn jetzt ihr einen Feuerstoß mit der MP5 macht und da gehen mal 5 Schüsse ins Ziel, dann habt ihr den Wert mal 5 multipliziert. Ja. Also wir haben jetzt noch nicht wirklich viel geschossen und hier an Scharfschütze, ja, wie gesagt, 2 Treffer auf dem Gaul und der war gelegen und dann der Rest von den Punkten, also ich sage jetzt mal die 5000 Punkte, hat jetzt die kurze Aktion mit der MP5 gemacht. Deswegen habe ich auch am Anfang bei der Einführung gesagt, Scharfschütze, das geht ratzfatz hoch. So, wie sieht es jetzt aus?
Darf man nur weiter essen? Na, ist doch schön. Dann haben wir ja wieder Platz. Also das, wie gesagt, mit dem Platz ist immer so eine Sache in solchen Spielen. Wieder ein Schreihals. Ja, schön. Schuss. So. Das ist ja Süd. Süd. Oh? Oh? Ah! Weiß. Allheilmittel, wenn man was findet. Dummerchen, verteilen, suchen sollst du. Uns. Nämlich mit, falls ich mir ein neues Schwert bauen muss. Aus.
Verbessert. Handwerk. Schleifstein. Reparieren. Ist auch schon wieder erledigt. Stoffwechsel. Okay. Kann man einen Mais essen. Entfernt. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich für das Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr wieder in der nächsten Folge dabei seid, wenn ich wieder in Scum unterwegs bin. Ob es auf diesem Server ist, wo ich jetzt momentan bin, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Aber ich denke, ich werde auch die eine oder andere Folge hier machen. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und bis dorthin. Bleibt gesund und schaut wieder rein, wenn das nächste Video wieder online ist. Bis dann.